Guten Tag, liebe Zuschauer. Bisher haben wir uns mit der Integralrechnung vorrangig als Verfahren zur Berechnung von Flächeninhalten beschäftigt. Denken Sie etwa an die letzte Sendung. Dort ging es etwa um den Flächeninhalt zwischen dem Graphen einer Funktion und der x-Achse oder etwa um den Flächeninhalt zwischen zwei Graphen von Funktionen. Das waren reine Flächeninhaltsberechnungen. Daneben haben wir aber noch Anwendungen der Integralrechnung etwa in der Physik kennengelernt. Denken Sie an das Beispiel mit der Arbeit oder mit der Strömungsstärke. Auch heute, und das sehen Sie schon daran, dass wir den Beginn dieser Sendung ins Freie verlegt haben, soll es um solche Anwendungen der Integralrechnung gehen, die keine reinen Flächeninhaltsberechnungen sind. Wir werden sehen, dass es da in der Physik, in der Technik und auch in der Mathematik selbst recht handfeste Anwendungen gibt. Hier ein erstes Beispiel. Sie kennen vom Autofahren her den Begriff der Beschleunigung, der bei allen Bewegungsvorgängen eine zentrale Rolle spielt. Wir wollen uns einmal mit diesem Begriff der Beschleunigung näher beschäftigen. Man kann sie beim Autofahren messen, und zwar mit einem solchen Gerät hier. Dieses Gerät besteht aus einem Pendel, das hier in diesem Gehäuse ausschlägt. Die Stärke des Ausschlages kann man an dieser Skala ablesen. Man sieht dann, wie stark die Beschleunigung ist in positiver Richtung hier. Und in negativer Richtung kann man messen, wie stark die negative Beschleunigung, also das Abbremsen, ist. Die genaue Wirkungsweise dieses Gerätes will ich Ihnen einmal an einigen Fahrversuchen zeigen. Und zunächst wollen wir einmal unser Gerät hier anbringen, damit wir es beim Fahren dann gut beobachten können. Zunächst aber muss man das Gerät noch auf Null stellen. Wir befinden uns ja im Stand, haben also keine Beschleunigung. Wir eichen das Gerät so. Nun zum ersten Versuch. Wir wollen beschleunigen von 0 auf 100 Kilometer in der Stunde. Man sieht im ersten Gang eine hohe Beschleunigung, jetzt umschalten. Zweiter Gang, etwas weniger Beschleunigung. Dritter Gang, noch weniger. Und jetzt vierter Gang. Und jetzt haben wir keinen Ausschlag mehr. Denn wir fahren mit konstanter Geschwindigkeit 100 Kilometer pro Stunde. Man sieht, je nach Größe der Beschleunigung schlägt dieses Pendel unterschiedlich stark aus. Man kann dieses Pendel auch beim Negativbeschleunigen, also beim Bremsen, benutzen. Jetzt wollen wir unsere konstante Geschwindigkeit von im Moment 120 Stundenkilometer verringern durch gleichmäßiges Abbremsen. Man sieht leichter Ausschlag in andere Richtung, also Bremsen. Und jetzt starkes Bremsen bis zum Stand. Starker Ausschlag. Was haben uns nun diese Versuche gezeigt? Nun, befindet sich ein Auto im Stand oder fährt man mit konstanter Geschwindigkeit, dann steht das Pendel hier auf Null. Wir haben ja keine Beschleunigung. Je nachdem, wie stark man beschleunigt, ist auch der Ausschlag dieses Pendels verschieden stark. Und auch beim Bremsen zeigt dieses Pendel an, wie stark man abbremst. Alles in allem bedeutet dies, der Ausschlag dieses Pendels ist proportional der Beschleunigung. Mit diesem Pendel haben wir also ein Gerät, mit dem man die Beschleunigung messen kann.
Und dieses Messen der Beschleunigung zu jedem Zeitpunkt der Fahrt, das hat nun eine weitreichende Konsequenz. Man kann nämlich aus dieser gemessenen Beschleunigung den Weg, den das Fahrzeug während der Fahrt zurückgelegt hat, berechnen. Das ist, so werden Sie vielleicht jetzt sagen, wenn überhaupt möglich, ein recht umständliches Verfahren. Es genügt doch einfach, den Kilometerzähler abzulesen. Das ist richtig. Aber bedenken Sie, es gibt Fahrzeuge, die über keinen Kilometerzähler verfügen. Etwa Flugzeuge. Und gerade dort macht man es so, dass man aus der gemessenen Beschleunigung den zurückgelegten Weg und damit die Position des Flugzeugs bestimmt. Und zwar macht man dies mit Mitteln der Integralrechnung. Wie bei dieser Navigation von Flugzeugen die Integralrechnung im Einzelnen angewendet wird, das soll uns im ersten Teil dieser Sendung beschäftigen. Kommen wir zunächst noch einmal hier auf die beiden Begriffe Beschleunigung und Weg zurück. Das sind zwei wichtige Begriffe, die bei Bewegungsvorgängen in der Physik eine große Rolle spielen. Da gibt es noch einen dritten Begriff, an den Sie sich erinnern, den der Geschwindigkeit. Im Folgenden wollen wir uns einmal in Art einer Wiederholung überlegen, wie eigentlich diese drei Begriffe hier untereinander zusammenhängen. Wir wollen dies tun an einem relativ einfachen Bewegungsvorgang, den Sie kennen, dem freien Fall. Aus einer früheren Algebra-Sendung kennen Sie dieses Experiment. Eine freifallende Kugel, die hier in vierfacher Zeitlupe aufgenommen wurde. Noch einmal den Versuch. Und man sieht, je länger die Kugel fällt, desto größer wird der zurückgelegte Weg. Den genauen Zusammenhang zwischen Weg und Zeit erkennt man, wenn man in der Zeitlupenaufnahme den Fallweg nach jeweils 10 Bildern, das entspricht in Wirklichkeit 0,1 Sekunden, abliest. Bei 0 Sekunden haben wir einen Fallweg von 0 Zentimeter. Nach 0,1 Sekunden beträgt der Fallweg 5 Zentimeter. Sekunden 20 Zentimeter. Sekunden 45 Zentimeter, 0,4 Sekunden 80 Zentimeter, 0,5 Sekunden 125 Zentimeter. Trägt man diese Werte in ein Koordinatensystem ein, wobei auf der Y-Achse der Weg angegeben wird, jetzt in Meter, auf der X-Achse die Zeit in Sekunden, dann erhält man diesen Graphen. Als Parabelbogen ist er die Darstellung einer quadratischen Funktion, die die Abhängigkeit des Weges von der Zeit beschreibt. Diese Wegfunktion, die Sie bereits kennen, hat folgende Funktionsgleichung. S gleich 5 mal t². Oder anders geschrieben, S gleich 1/2 mal g mal t², wobei die Konstante g die Erdbeschleunigung ist, also etwa 10 Meter pro Sekunde im Quadrat. Aus dieser Wegfunktionsgleichung lässt sich dann zu jedem Zeitpunkt t die Fallstrecke s berechnen. Wenden wir uns neben dieser Wegfunktion nun dem zweiten Begriff zu, der Geschwindigkeit. Auch sie lässt sich als Funktion darstellen, und zwar wird hier über der Zeit t die Geschwindigkeit, und zwar die momentane Geschwindigkeit des frei fallenden Körpers abgetragen. Einheit der Geschwindigkeit ist ja Meter pro Sekunde. Und wie Sie sehen, erhält man hier eine lineare Funktion. Sie hat die Funktionsgleichung v gleich g mal t. Das kennen Sie von der Physik her. Das ist eine steigende Funktion, eine linear steigende Funktion, denn die Geschwindigkeit eines freifallenden Körpers nimmt ja während des Falls immer mehr zu, und zwar linear.
Das Steigungsmaß dieser Geraden ist übrigens unsere Konstante klein g. Und auch den dritten Begriff, die Beschleunigung, können wir als Funktion darstellen in einem Zeitbeschleunigungsdiagramm. Und Sie sehen, wir haben hier eine konstante Funktion. Sie hat die Funktionsgleichung a gleich konstant klein g. Das ist eine zur x-Achse, in unserem Fall zur Zeitachse, parallele Funktion, denn die Erdbeschleunigung ist ja während ein Körper fällt immer konstant, nämlich etwa 10 Meter pro Sekunde im Quadrat. Soweit diese drei Begriffe. Kehren wir jetzt zu unserer Ausgangsfrage zurück. Wir fragten, wie hängen eigentlich diese drei Begriffe untereinander zusammen? Schauen wir uns das einmal an. Diese drei Begriffe hängen nämlich zusammen über die Differentialrechnung. Auch das kennen Sie. Wir wollen das hier noch einmal nachvollziehen. Und zwar, wenn man hier den Weg nach der Zeit ableitet, das ist bei normalen Funktionen genauso wie wenn man nach x ableitet, dann erhält man doch Folgendes für die Ableitung. S' ist g mal t. Denn S' ist ja 1/2 mal g mal, wir leiten nach t ab, 2t. Da kürzt sich dieses 2 gegen dieses 2 hier im Nenner und es bleibt dies stehen. Und jetzt vergleichen wir einmal hier S' und v. Da sehen Sie g mal t, g mal t. Das bedeutet doch, der Weg abgeleitet ergibt die Geschwindigkeit. So hängen diese beiden Begriffe zusammen. Und jetzt machen wir das auch hier drüben. Wir leiten v ab, genauso nach der Zeit. Stellen Sie sich also hier vor, hier stünde x, dann erhält man v' ist g. Und jetzt vergleichen wir. Wir sehen, Geschwindigkeit abgeleitet ergibt Beschleunigung. So hängen diese beiden Begriffe zusammen. Was sich aus all diesem jetzt ergibt für unser Problem, nämlich bei der Navigation von Flugzeugen, das wollen wir uns in einem kleinen Trickfilm ansehen. Wenn man die Wegfunktion nach der Zeit differenziert, erhält man die Geschwindigkeit. Wenn man die Geschwindigkeit ihrerseits differenziert, bekommt man die Beschleunigung. So kommt man durch zweimaliges Differenzieren vom Weg zur Beschleunigung. Erinnern wir uns jetzt an unseren Pendelversuch. Dort lag das Problem doch so. Wie kann man aus gemessener, also vorgegebener Beschleunigung den in der Zeit t zurückgelegten Weg berechnen? Wie kommt man also von a nach s? Nun, von s nach a kommt man über v durch zweimaliges Differenzieren. Das kennen wir. Und von a nach s? Nun, hier greift natürlich die Integralrechnung. Integrieren ist ja die Umkehrung des Differenzierens. Das heißt, wenn man die Beschleunigung integriert, kommt man zur Geschwindigkeit. Und wenn man sie ihrerseits integriert, erhält man den Weg. In dieser Überlegung steckt also der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Und so kommt man bei gemessener Beschleunigung durch zweimaliges Integrieren zum Weg. Und genau diesen mathematisch-physikalischen Zusammenhang benutzt man bei der Trägheitsnavigation von Flugzeugen. Dort berechnet man nämlich aus der jeweiligen Beschleunigung über die Integralrechnung den zurückgelegten Weg und damit die genaue Position des Flugzeugs seit dem Abflug. Man weiß in diesem Flugzeug somit zu jedem Zeitpunkt, wo genau man sich befindet.
und diese Positionsanzeige 48,5 Grad südlich, rund 110,5 Grad östlich, die legt nun genau eine Stelle auf dem Globus fest. Wir gehen aus vom Schnittpunkt Äquator und 0. Längengrad. Jetzt 110 Grad nach Osten. 90, 100, 110. Und jetzt 48 Grad nach Süden. 10, 20, 30, 40. Das ist also etwa hier südwestlich von Australien. Wie funktioniert die Trägheitsnavigation nun technisch? Wir hatten gesehen, mit einem Pendel kann man die jeweilige Beschleunigung messen. Jetzt treten allerdings bei einem Flugzeug, das ja ein Körper ist, der sich im Raum bewegt, Beschleunigungen in alle drei Richtungen des Raums auf. Man braucht also für jede Richtung des Raums ein Pendel. Hier haben wir solch ein System von drei Pendeln. Mit diesem Pendel hier misst man die Beschleunigung in dieser Richtung, hier in dieser Richtung und mit diesem Pendel in dieser Richtung. Jetzt müssen allerdings bei dieser Beschleunigungsmessung die drei Pendel jeweils unabhängig von den anderen schwingen können. Also die Schwingung dieses Pendels, das heißt diese Beschleunigungsmessung hier in dieser Richtung, darf hiervon nicht beeinflusst werden. Man erreicht dies, indem man dieses System von Pendel in einem Kreisel lagert und somit stabilisiert. Das sieht so aus. Hier noch einmal das gesamte Kreiselsystem. In ihm schwingen die drei Pendel. Eines davon sehen wir hier. Seine empfindlichen Bewegungen werden gemessen. Diese Pendel sind in Wirklichkeit sehr klein. Und hier werden jeweils die drei Pendel in das System eingebaut. Und der Rechner, von dem wir einen Teil hier sehen, integriert dann. Neben diesen physikalisch-technischen Auswirkungen der Integralrechnung gibt es nun auch noch rein innermathematische Anwendungen, also Anwendungen der Integralrechnung in der Mathematik selbst. Dazu ein Beispiel. Wir haben hier einige gebogene Metalldrähte, zum Beispiel diesen oder einen Halbkreis, diesen etwas merkwürdig gebogenen Draht oder dieses gerade Drahtstück hier. Und wenn man nun diese Drahtstücke in eine Bohrmaschine einspannt, in eine solche Handbohrmaschine hier, dann kann man diese Drähte in Drehung versetzen. Wir machen das mit Hilfe einer Stroboskoplampe noch etwas sichtbar. Und dann entstehen solche räumlichen Gebilde. Sie entstehen dadurch, dass dieser Draht um diese Achse hier, diese Verlängerung der Bohrmaschine, rotiert. Man nennt ein solches räumliches Gebilde, in diesem Fall ist das ein weinglasähnliches Gebilde, einen Rotationskörper. Oder etwa bei diesem Halbkreis. Da entsteht eine Kugel. Oder hier dieser ganz unregelmäßig geformte Draht. Das ergibt diesen Rotationskörper. Und bei diesem geraden Stück
ergibt sich durch Rotation um die X-Achse dieser Körper. Wir wollen nun einmal fragen, wie berechnet man eigentlich das Volumen eines solchen Rotationskörpers? Das Einzige, was uns bei dieser Aufgabenstellung gegeben ist, ist die Form des Drahtes, also der Rand unseres entstehenden Rotationskörpers. Bei der Lösung dieses Problems, nämlich Berechnung des Volumens eines solchen Rotationskörpers, werden wir sehen, dass die Überlegungen dazu fast dieselben sind wie bei der Flächeninhaltsberechnung. Wir wollen deswegen diese Überlegungen nicht in allen Einzelheiten, sondern nur in ihren Grundzügen aufzeigen. Erinnern wir uns zunächst an die Flächeninhaltsberechnung unter einer solchen Randfunktion. Damals spielten Rechtecke, hier zum Beispiel ein solches inneres Rechteck, eine große Rolle. Der Inhalt A einer solchen Rechtecksfläche berechnet sich nach der Formel Grundseite mal Höhe. Das ist in diesem Fall f von x, also Grundseite, mal h. Rotiert nun die Randfunktion klein f um die x-Achse, dann wird aus einem solchen Rechteck ein Zylinder, ein räumliches Gebilde. Nun geht es um das Volumen. Das Volumen eines solchen Zylinders berechnet sich aus Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist ein Kreis. Pi mal r Quadrat ist die Formel. Wir haben also hier Pi mal f von x Quadrat, das ist der Radius, mal h, mal Höhe. Also, solche Zylinder hier entstehen, wenn ein Rechteck um die x-Achse rotiert. Wir suchen aber das Volumen des gesamten Rotationskörpers. Erinnern wir uns auch hier wiederum an die Flächeninhaltsberechnungen. Wir hatten uns damals, als wir den Flächeninhalt unter einer Randfunktion berechnen wollten, ein Verfahren in einzelnen Schritten entwickelt. Hier noch einmal die einzelnen Schritte. Um dort zwischen der Randfunktion klein f und der x-Achse in den Grenzen 0 bis x den Flächeninhalt zu berechnen, gingen wir so vor. Erster Schritt, Unterteilung dieses Intervalls von 0 bis x in gleich große Stücke. Zweiter Schritt, Rechteckbildung, hier für solche inneren Rechtecke. Dritter Schritt, Verfeinerung der Unterteilung. Und dies entspricht mathematisch, wenn man immer mehr verfeinert, einer Grenzwertbildung. Und genau dieses Verfahren übernehmen wir jetzt bei der Volumenberechnung von Rotationskörpern. Nur müssen wir anstatt der Rechtecke jetzt Zylinder bilden. Grafisch sehen die einzelnen Schritte jetzt so aus. Zunächst die Unterteilung auf der x-Achse, danach die Zylinderbildung und schließlich die Verfeinerung. Und wie Sie sehen, kommt man immer näher an das eigentliche Volumen des Rotationskörpers heran. Im Folgenden wollen wir uns nun überlegen, wie man zu einer Formel, zu einer Rechenvorschrift für die Volumenberechnung bei Rotationskörpern kommt. Denken wir zunächst einmal dabei an die Flächeninhalte zurück. Dort kamen wir zu einer Vorschrift zur Berechnung von Flächeninhalten über die Ober- bzw. Untersummen. Erinnern wir uns. Hier haben wir zum Beispiel solch eine Obersumme. Sie erinnern sich, das waren recht längliche Formeln. Und wenn man n gegen unendlich gehen lässt, das heißt immer mehr verfeinert oder mathematisch gesprochen Grenzwert bildet, dann, so sahen wir, nähern sich Ober- bzw. Untersumme einem gemeinsamen Wert. Diesen Wert nannten wir das Integral über die Randfunktion f von x dx in den Grenzen a bis b. So war das bei den Flächeninhalten. Auch bei den
Rotationskörpern gibt es nun eine solch ähnliche Rechenvorschrift. Wir wollen die nicht in allen Einzelheiten jetzt ableiten, aber wenigstens die wichtigsten Schritte andeuten. Schreiben wir zunächst einmal auf, wie man eine solche Untersumme, hier bestehend aus 5 Zylindern, berechnet. Um zu kennzeichnen, dass es eine Untersumme aus Zylindern ist, bezeichnen wir sie mit U5 Stern. Sie berechnet sich aus der Summe der einzelnen Rauminhalte der einzelnen Zylinder. Beginnen wir mit dem ersten, dem kleinsten Zylinder. Sein Volumen berechnet sich nach der Formel Grundfläche mal Höhe. Die Grundfläche ist ein Kreis, also Pi mal R². Der Radius ist f von 1, also haben wir Pi mal f von 1² mal Höhe, mal 1. Das ist das Volumen des kleinsten Zylinders. Und für die anderen geht das genauso. Rechnen wir mit diesem Ausdruck zunächst ein bisschen weiter. Da kann man nun überall das Pi ausklammern. Und wenn wir uns diese zweite Zeile einmal genau ansehen, dann erkennt man, dass in der großen eckigen Klammer nichts anderes steht als eine uns schon bekannte Untersumme. Nur ist die Randfunktion hier jetzt f². Wir können das also so schreiben. Halten wir hier einmal zunächst an. Man müsste jetzt eigentlich genauso weiterrechnen, wie wir das bei den Flächeninhalten gemacht haben. Das heißt, Grenzwertbildung, indem man die Teilintervalle vermehrt, dann die gleichen Überlegungen für Obersummen und schließlich würde all dies zeigen, dass Ober- und Untersumme einem gemeinsamen Grenzwert zustreben. Und wie dieser Grenzwert aussieht, das kann man auch hier erkennen. Hier steht nämlich bei unserer Untersumme U5 Stern Pi mal Untersumme über die Randfunktion im Quadrat. Und es zeigt sich, wenn man das genauer nachrechnet, dass der gemeinsame Grenzwert von Ober- und Untersumme dieses Integral hier ist. Halten wir einmal das Ergebnis jetzt fest. Das Volumen eines Rotationskörpers, der entsteht, wenn eine Randfunktion klein f in den Grenzen a und b um die x-Achse rotiert, lässt sich berechnen nach der Formel Pi mal Integral von a bis b über f² von x dx. Beispiele zur Volumenberechnung von Rotationskörpern nach dieser Formel finden Sie nun in Ihrem Begleitmaterial. Ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.